Mit unserer Konzeption für die Lichtgestaltung sind wir von vornherein davon ausgegangen, so viel als möglich von der ursprünglichen Idee des Baues als Tageslichtmuseum in unsere Neugestaltung mit einzubeziehen. Das bringt jedoch, also das ist nur unter gewissen Bedingungen möglich und auch heute nur mit Einschränkungen einfach umsetzbar. Es müssen die schädlichen Anteile des Lichtes vor dem Fenster abgehalten werden und so ergibt sich aber heute dennoch ein Bild, wo sich zu bestimmten Tageszeiten, wenn also auch sommers, wenn die Sonne draußen scheint, sich das Tageslicht de facto wirklich noch abbildet. Es war uns aber immer klar, dass das natürlich nicht mehr ausreichen wird, um eben Wintermonate oder diese ganzen Übergangszeiten entsprechend abzubilden. Kunstlicht war natürlich ein Faktor, der von vornherein immer mit einzuplanen war. Eine Idee, die wir dabei verfolgt haben bei diesem Kunstlicht, die uns der Architekt auch nahegelegt hat, war, mit Lusterelementen zu arbeiten, die ein allgemeines Raumlicht in den sehr großen Sälen ermöglichen. Also wegzukommen von der Idee der dunklen Kammer, der dunklen Höhle, in der dann Spotlights auf einzelne Objekte fallen, sondern durchaus eine allgemeine Lichtsituation und Stimmung zu erreichen, die uns gerade bei unserem Bestand, der hier in der Kunstkammer ausgestellt ist, der hauptsächlich aus dreidimensionalen Objekten besteht, die Möglichkeit gibt, diese doch von möglichst allen Seiten möglichst gut beleuchtet zu zeigen. Gemälde zu beleuchten ist eine völlig andere Sache, oder bestmöglich zu beleuchten, ist eine ganz andere Sache als eben bei Skulpturen. Gerade wenn sie frei im Raum stehen, ich habe immer mehrere Ansichten, die ich gerne beleuchten möchte, und so viel Strahler und Licht wollten wir energietechnisch nicht verbauen, und vor allem bleibt immer die Verschattung. Wo Licht ist, ist Schatten, das wissen wir alle, und die wollten wir mit dem allgemeinen Raumlicht so weit wie möglich nach hinten stellen und verhindern. Die Ziele, die wir uns gesetzt haben, waren, dass wir mit dem Kunstlicht doch ein Erlebnis ermöglichen, dass die Materialität, die Farbigkeit der Objekte bestmöglich zur Geltung kriegt, also keine Verfälschungen, die Farbkomponenten herausnehmen. Und ich bin auch persönlich sehr glücklich über das Ergebnis, wie gut es uns gelungen ist, das Holz auch im Kunstlicht, wie Holz aussieht, dass der Bergkristall aufstrahlt und aufleuchtet, dass er nicht nur einfach wie Glas aussieht oder dass die Bronzenpatina gut zur Geltung kommt. Das ist ein Ergebnis, das wir in der Vorbereitungszeit, wo die LED, als wir begonnen haben, ja auch noch in vielen Entwicklungsstufen war, noch nicht so hundertprozentig abschätzen konnten, aber doch glücklicherweise noch rechtzeitig vor den Entscheidungen den Eindruck gewinnen konnten, es gibt die Chance und es gibt also die große Wahrscheinlichkeit, dass wir da ein sehr gutes Ergebnis erzielen können, was uns eben wirklich auch gelungen ist. Danach waren natürlich auch noch wesentliche Komponenten, die Energieeffizienz des Mediums, auch vor allem die in doppelter Hinsicht, die Energie, die es benötigt, aber auch die Energie, die es abgibt. Das ist in einem Museum ein großes Thema, wie viel Wärme entsteht durch Lichtkörper. Wir waren sehr, sehr vorsichtig bei allen Entscheidungen, wo es notwendig war, Lichtelemente direkt mit dem Baukörper in Verbindung zu bringen, weil das die Energieabgabe einfach immer wieder auch Wärmeeintrag bedeutet. Solche Faktoren waren in den Planungen sehr maßgeblich für uns und haben eigentlich auch sehr wesentlich dazu beigetragen, dass wir die LED-Technik trotz der gewissen Unwägbarkeiten, die vom Beginn weg noch zu denken waren oder einfach gegeben waren, dass wir uns dafür entschieden haben.